Schön, dass Sie mit dabei sind bei der neuen Ausgabe von Endlich Wochenende. Heute melden wir uns aus dem Ortskern von Seubersdorf und gleich zu Beginn möchten wir Sie auf den neuesten Stand bringen. Die aktuellen Kurznachrichten haben wir kompakt zusammengefasst. Freistadt investiert in den nächsten 2 Jahren erneut in den Glasfaserausbau, sodass alle Einwohner einen Zugang mit mindestens 100 Megabit in der Sekunde erhalten können. Der Kommune lagen 3 Angebote vor. Der Stadtrat entschied sich in seiner letzten Sitzung für das Angebot der Telekom mit 1,58 Millionen Euro. Nach Abzug staatlicher Fördermittel muss die Stadt vermutlich rund 164.000 Euro selbst beisteuern. Innerhalb von 2 Jahren sollen dann rund 200 Anschlüsse in 12 Freistädter Ortsteilen entstehen. Die Kommunale Allianz Schwarzachtal Plus hat in ihren Mitgliedsgemeinden sogenannte Naturkinos eingerichtet. Damit sind Sitz- oder Liegemöglichkeiten gemeint, welche einen besonders filmreifen Blick auf die örtliche Landschaft erlauben. Unter anderem wurden Liegen am Goldkegelplatz in Postbauer Heng und am Stockweier in Pürbaum eingerichtet. Auch die Schwarzachtal-Plus-Gemeinden Berg, Winkelheid und Schwarzenbruck erhielten Naturkinos. Eine Übersicht über alle 20 Standorte bietet die Webseite schwarzachtalplus.de. Außerdem können Naturliebhaber Fotos von Orten an das Bündnis schicken, an denen sie sich weitere Naturkinos wünschen. Sind so kleine Hände. Mit dieser Textzeile beginnt ein relativ bekanntes Lied, das irgendwann auch mal John Byers gesungen hat. Es geht darin natürlich um Kinder. Die haben normalerweise nicht nur kleinere Hände als Erwachsene, sondern auch Mund, Nase und Co. fallen kleiner aus. Und deswegen scheut so mancher erst recht davor zurück, an kleinen Menschen lebensrettende Maßnahmen durchzuführen. Aus Angst, er oder sie könnte irgendetwas falsch machen. Wie man richtig dabei vorgeht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ich bin heute wieder beim Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes in Neumarkt und die Eva ist bei mir. Letztes Mal hatten wir den Fall Wiederbelebung bei einem Erwachsenen. Jetzt haben wir hier 2 Kinder. Wo ist denn da der Unterschied zu den Erwachsenen? Man darf beim Baby den Kopf kaum überstrecken, nur so ein bisschen das Kinn nach oben. Man sagt Neutralposition, eine Schnüffelposition. Das Kinn ist nicht höher als die Nase. Mhm. Beim Junior werde ich den Kopf ein bisschen überstrecken und beim Erwachsenen komplett quasi. Und das immer, wenn man irgendetwas mit Atmung macht. Atemkontrolle, Atemspende, der Kopf muss in die richtige Position. Beim Kindern legt man Wert auf die Atmung, weil Kinder dieses Restvolumen an Sauerstoff in Lunge und Kreislauf nicht haben wie Erwachsene. Und darum wird nach der ersten Atemkontrolle erst 5-mal initial Atem gespendet. Mhm. Zweite Atemkontrolle. Und wenn man dann feststellt, keine Atmung, dann ist man in diesen 30-2. Also das schaut so aus. Hey, hallo. Was ist los? Hallo? 5, 6, 7, 9, 10. Keine Atmung. Zweite Atemkontrolle. Immer noch keine Atmung. Auf einer gedachten Linie zwischen den Brustwarzen, wo diese gedachte Linie das Brustbein kreuzt. 1/3 der Brustkorbhöhe, das ist beim Junior so 4 cm. Und jetzt bin ich in diesem Rhythmus 30-2 drin. Und ich habe jetzt gesehen, sowohl die Kraft beim Drücken als auch beim Pusten ist beim Kind geringer. Genau, beim Baby macht man diese Druckmassage mit 2 Fingern, mhm. Auch auf nackten Oberkörper. Hier ungefähr 3 cm. Mhm. Und beatmet wird beim Baby Mund und Nase auch. Beatmungsvolumen passt man natürlich auch an, mhm. Entsprechend der Altersgruppe. Beim Erwachsenen hat sich das so angehört. Beim Junior hört sich das so an. Und beim Baby das, was ich im Mund habe quasi. Und jetzt heißt es wieder Vanessa, hilf. Mal sehen, ob ich alles behalten habe. Ganz wichtig bei Kindern, zuerst 5 Atemspenden geben. Vorsicht mit dem Kopf, nur leicht bis gar nicht überstrecken. Atemkontrolle, anschließend wie beim Erwachsenen 30-mal drücken, 2-mal pusten.
hierbei weniger Kraft aufwenden. Wo man beim Junior nur einen Arm benutzt, werden beim Baby nur zwei Finger verwendet. Außerdem pustet man gleichzeitig in Nase und Mund, da das Gesicht des Babys kleiner ist. Auch hier wiederholt sich das 30 Mal drücken, 2 Mal pusten, bis Hilfe eintrifft oder das Kind selbstständig atmet. Weitere Survival-Tipps für Ersthelfer gibt es in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Vanessa hilf! Regional und handwerklich ist das neue Bio. In unserer Metzgerei im Herzen von Neumarkt finden Sie über 100 hausgemachte Spezialitäten. Zartes Fleisch von Tieren aus der Region. Bei Feiern verwöhnt Sie unser Partyservice. Bögerl, weil ich besser essen will. Wer wieder richtig durchstarten will, der braucht unseren professionellen Service. Dornatal Messing bietet nun noch mehr für Handwerker, Profis, Kommunen und Industrie. In unserer neuen meistergeführten Werkstatt warten und reparieren wir Maschinen zahlreicher Hersteller, auch wenn sie nicht bei uns gekauft wurden. Tausende von Ersatzteilen sind hier sofort verfügbar und unsere Profis haben ihre Wirtschaftlichkeit stets im Blick. Dornatal Messing. Mehr Service, mehr Qualität, mehr Erfolg. Wo kauft man Citroën? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt, Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top Werkstattservice, kompetent und super freundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Ihr bringt den Stein ins Rollen, den Fortschritt in Gang und Butter bei die Fische. Ihr macht aus einem Tal ein Valley. Ihr fragt nach der Zukunft und antwortet mit Zuversicht. Gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen: Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Die BG in Gleichau mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zur BG in Gleichau, Ihrer Handwerkstatt und Bäderseenplan in Kaufenausstellung in Neumarkt. Schlüsselfertige Energiesparhäuser von Dannwoodt Haus. Besuchen Sie unser Musterhaus Nähe am Berg. Mittwoch bis Samstag von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Willkommen zurück. Wenn Menschen sich bei Wettbewerben miteinander messen, zum Beispiel beim Sport, dann kann das schnell zu schweißtreibenden Angelegenheiten werden. Erst recht, wenn es um Menschen geht, die beruflich andere Leute ins Schwitzen bringen. Sie zeigen ihr professionelles Können regelmäßig in internationalem Rahmen bei sogenannten Saunameisterschaften. Und jemand, der in diesem Bereich bereits einige Erfolge verbuchen konnte, arbeitet seit kurzem in Neumarkt. Von dem, was ein Saunameister macht, haben die meisten Menschen eine sehr nebulöse Vorstellung. Aber heute zeigt uns Werner Ehlert seine Kunst. Er bringt alte Traditionen des Nordens in die Oberpfalz. Banja kommt aus eigentlich dem nordischen Sprachgebrauch und heißt so viel wie waschen, Waschung. Ist dann irgendwann mal durch die Wikingervölker nach Russland mitgenommen worden. Und dort wurde es zum Inbegriff der Sauna und des Saunierens als solches. Ich habe jetzt hier einen schönen Sud vorbereitet, vielmehr drei Süde vorbereitet. Meine Oma und meine Opa waren Saunagänger, wohl schon ziemlich lange. Meine Eltern waren eher so ein bisschen prüde. Und ja, da bin ich eigentlich hängen geblieben. Sauna hat was mit Reinigung zu tun, mit äußerer Reinigung des Körpers, aber auch mit der inneren Reinigung der Seele, weil man sich einfach in der Sauna wunderbar entspannt. Der ganze Müll, der ganze Dreck, den man den Tag über oder die Woche über aufgeladen hat, fällt von einem ab. Während in den neu eröffneten Saunen alles schon schön schick ist, ist Ehlerts Küche hinter den Kulissen noch im Rohzustand. Aber irgendwann wird das eine richtige Hexenküche mit Herd, mit Kühlschrank, mit Mikrowelle. Die Eismaschine ist schon da, also alles Dinge, die ich eigentlich vom Prinzip für ein gutes Hexenwerk brauche. Gearbeitet wird hier nicht mit Chemie und Konzentraten, sondern ausschließlich mit natürlichen Zutaten. Dabei kann der Fachmann fast alles nutzen, was lecker dampft. Vom Teebeutel bis hin zu Bier?
Am besten geeignet sind tatsächlich komischerweise die Hefeweizen. Und so seltsam es klingen mag, alkoholfreies Bier, das riecht immer bitter und stechend, egal wie man es anstellt. Elerts Favorit bei den Aufgüssen ist übrigens der mit Mönchsgesängen. Ich hatte Mönchschoräle angestimmt und habe dazu die Klangschale gespielt. Und plötzlich fangen 4 Männer an zu singen. Das waren Mönche aus dem Konvent. Und die kamen von da an regelmäßig zu diesem Aufguss. Und das war dann halt einfach ein Selbstläufer. Weil ich habe dann keine Musik mehr vom Band gespielt. Die haben einfach direkt dazu live gesungen. Und deswegen ist das so einer dieser Highlight-Aufgüsse. Die sind einfach bei mir noch im Hinterkopf. Und das sind einfach so Erinnerungen, die hat man natürlich sehr, sehr gerne. Für Elert ist Saunieren mehr als nur Wellness. Ein Beruf und eine Berufung mit ganz vielen Facetten. Vor allem lernt man auch ein bisschen unverkrampfter mit dem eigenen Körper umzugehen. Und ich denke, das ist in unseren heutigen Tagen, Stichwort Schlankheitswahn, Schönheitsideale, falsche Schönheitsideale, ein ganz wichtiger Aspekt, einfach so zu sehen, wie andere Menschen tatsächlich aussehen, geformt sind. Man sieht, der Saunameister ist kreativ. Selbst wenn er einen Aufguss macht, wiederholt es sich dabei nicht unbedingt. Vielen Dank für diesen Aufguss. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Am Sonntag, den 1. Mai, startet am Neumarkter Rathaus eine Führung mit den Geschichtswandlern. Bei dem Streifzug durch die Altstadt werden historische Begebenheiten durch Schauspieleinlagen wieder lebendig. Eine Tour mit Überraschungen also. Teilnehmer über 12 Jahre zahlen 8 Euro. Eine Voranmeldung bei der Touristinfo ist nötig. Am Sonntag, den 1. Mai, ist die Big Band der städtischen Sing- und Musikschule, die Swinging Connection, zu Gast im Neumarkter Reitstadel. Ab 19 Uhr präsentieren 20 Musiker das Beste aus rund 100 Jahren Swing- und Jazzmusik. Und das große Ensemble gibt's wirklich zum kleinen Preis. Der Eintritt ist nämlich frei. Die Nürnberger Band Hot Club präsentiert am 7. Mai New Orleans Funk and Soul. Die 4 Musiker werden in der Kneipenbühne Oberweiling das Publikum mindestens zum Mitwippen animieren, wenn nicht noch zu mehr. Beginn ist um 20.30 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Gerade zu Beginn der Woche gab es vom Wetter trügerische Impulse. So mancher erblickte zum Beispiel die strahlende Sonne durchs Fenster und dachte sich, da gehst du jetzt mal ganz mutig ohne Jacke vor die Tür, wurde dann aber vom Wind eines Besseren belehrt. Ob das Wochenende nun endlich T-Shirt-taugliches Wetter mit sich bringt, das verraten wir Ihnen jetzt. Hier sind die Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Der April hat wettertechnisch in diesem Jahr seinem Namen alle Ehre gemacht. Auch in den kommenden Tagen wird es wechselhaft, aber zumindest ist kein Schnee in Sicht. Der Samstag ist mit 15 Grad der sonnigste Tag an diesem Wochenende. Am Sonntag ist es bei Regen und Werten zwischen 6 und 9 Grad ratsam, die Couch bzw. das Haus nicht zu verlassen. Der Montag bringt uns dann freundlich mit leichter Bewölkung und Werten bis 12 Grad in die neue Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Und das war endlich Wochenende für dieses Mal. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn Sie am nächsten Mittwoch bei der neuen Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt wieder mit von der Partie wären. Ihnen ein schönes Wochenende.